Sag mal, könnte es sein, dass eventuell dem sein Schild reflektiert? Ja, wenn er das so, wenn er das... Oh, so fuck, was ist denn das hier oben? Super Badass Ritter. Der ist schwarz. Also ich habe ja nichts gegen schwarz, aber der ist schwarz. Teile dieser Aussage könnten falsch verstanden werden. Oh nein! Oh scheiße, ein super Badass-Ritter und der ist schwarz! Kriegst du das in der Polizeiausbildung in den USA Howard erstens beigebracht? Ja. Das ist ein super Badass und der ist und die sind immer schwarz. Willst du etwa sagen, dass die Weißen kein Badass sein? Knall ihn ab! Knall ihn! Du mal Badass ab! Knall den Badass ab! Oh shit! Ja, ja, oh shit! Oh shit, Digga! Was ist das denn hier, Tempelritter? Wenn ich dir jetzt sage, dass der Schwarze mich abgestochen hat, hört sich das rassistisch an. Ich glaube, er hat mich abgestochen! Alter, die Münchner und die Finger sind jetzt schon weg! Schon lange weg! Alter, ganz ruhig, Digga! Hast du ihn gerade mit... Achso, Digga hast du gesagt, ne? Nicht das Digga, andere. Digga, nicht das mit Nen! Alex hört nur das, was er hören will. Warte mal, ich fackel euch mal ab. Oh Gott! Gottes Willen, hört mal auf rumzusteckern, die Stöckern hier. Ich hab schon lange nicht mehr gezockt. Oh Gott, noch mehr von diesen Ne? Nee, das sind nicht die. Tempelfritter sind das. Tempelfritter? Hm? Warte mal, die brauchen Slack, ne? Ich nutze einfach Explosion. Explosion ist überall. Ich hau einfach rein. Die Tempelfritter. Nutzen sie etwa ihren dicken Hammer, um die Fritten zu brutzeln. Mhm. Mit dem Donnerhammer. Mal kurz, ihr werdet wieder abgefackelt. Moment, lass mir kurz eine Sekunde. So, Resistent. Was? Hab ich da gerade gesehen, resistent? Ja, du schießt doch mit Feuer. Ja, aber warum sind die. Nee, die Bogenschützen, warum waren die resistent? Ach, wir sind gute Deutsche, wir können super hinrichten. Oh, Kiste, Loot. Ah, na und dafür sind die Franzosen sehr gut bei eBay. Warum? Französisches Gewehr, noch nie benutzt, noch einmal fallen gelassen. Und Kissel wäre dann ein guter Fallschirmverkäufer, oder wie? Fallschirm, noch nie benutzt, nur ein. Nur leichte Gebrauchsspuren. Blutige Spritzer oder so, rote Spritzer dran, meine Güte. Noch nie geöffnet. Fabi. Bitte dir schon wieder einer, der dich abstechen möchte. Oh, noch in den Rücken! Alter! Ehrenlos. Authentisch. Da ist so einer, der ist kalt. Ich brenne. Oh Gott, meine Seuche kommt zurück. Sie sollte eigentlich dem Ritter gelten. Hast die Kuh etwa über die Mauer geschossen und die Kuh kam wieder zurück? Nein, ich habe sie eigentlich ziemlich mittig reingeholzt, aber... Oh Gott, der kommt wieder. Der Abstecher kommt. Also reden wir von... Genau von dem. Moment, das müssen wir mal kurz mal bereden hier. Du bist ein... Ich bin eine liebe, nette Person. Du jetzt drauf gehst. Was machst du da hinter mir? Aua! Holz mal rein hier. Hab ich schon. Entschuldigung, aber der fröstelt so ein bisschen rum. Ja, der ist halt echt cool. War eine Granate. Ich hab die mir einfach mal genommen, ne? Danke. Glaubst du, dass du sie genommen hast? Ja, hab ich genommen. Ja, aber da gucken musste. Und die war scheiße. Ja, ich trau dir alles zu, du hast einen Triggerfinger, da denkt man, man hat die Granate genommen, oder? Alter, ganz ruhig. Was ist denn da draußen los? Blitzschlag!
Hat nicht so gut geklappt. Gut, ich bin trotzdem hier raus. Ich sollte mal meine Kanonen ein bisschen überdenken. Erhabener Paladin. Ja, du hast einen Hochbogen. Deswegen erhaben. Wer labert denn hier noch? Du bist so tot. Gib dem. Oh, ich geb dem noch ein Schild. Haha. Oh, Dreiender. Die Seuche kommt zurück, die Seuche kommt zurück. Nicht mein Problem, dein Problem. Das Schöne ist halt, dass die Seuche, die macht zwar jetzt nicht extrem viel Schaden, aber die greift halt alles an. In Kombination mit Zack. Oh Gott, da kommt schon wieder so ein schwarzer. So ein Feuer. Ach Gott. Heute ist, glaube ich, alles verloren. Wir haben zu lange kein Borderlands mehr gespielt. Das wirkt sich aus. Alter, jetzt. Ja. So, ich muss mal echt ganz kurz meine Waffen überarbeiten hier. Die kommt auf die 3. Okay, okay. Alle Gegner sind tot. Die Slack kommt auf die. Was nehme ich denn eher? Ich glaube, die Feuer mache ich auf die 1. Und die Slack auf die 2 und die Schrot auf die 3. So passt's. Oh Gott, da ist er. Von wegen alle tot. Ja, dass der jetzt noch auftaucht, das ist ja nicht mein Problem. Nee, nicht mit mir. Nicht ins Gesicht heute. Yo, Bro. Was knall ihn ab, knall ihn ab, knall ihn ab! Wir spielen hier nicht ein LAPD Police Mod, Alex. LSPD FR. Mir grad egal. Hier, so geht das. Junge, ich helf dir auf. Nein! Nein! Wie konntest du? Da war gar nicht. Der hat. Das ist ja doppelt rassistisch. Der hat sich halt verkleidet, um mit den anderen Bros hier auf einer Liga zu spielen. Was ist das denn für einer? Orkstürmer, tschüss. Ich hab mich schon wieder selbst eingesäuert. Hast dich wieder vollgekotzt. Was haben wir denn schönes hier? Granaten. Nehme ich immer Granaten. Granate ist ein Träumchen. Jetzt kommen ja aber schon die Babysäuglinge, ey. Ja, renn an Alex vorbei, renn Hauptsache mir noch hinterher. Blitzschlag! Dann nennt sich Donnerschock bei mir. Wo sind eigentlich die ganzen. Da kommt schon wieder so einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab irgendeine Herausforderung abgeschlossen. Aber wolltest du gerade labern? Nix. Ich hab irgendeine. Nee, ich wollte verschiedene Sachen labern. Ich hab zum einen irgendeine Herausforderung abgeschossen. Dann. Abgeschlossen. Oh Gott, ich kann heute Abend nicht mehr sprechen. Voll abgeschossen. Alex, was liegst du da so auf dem Boden? Ich wollte mal von unten betrachten. Hier, guck mal da. Super Badass Feuerbogenschütze. Bitte schön, ich helf dir mal. Danke. Wie gesagt, ich wollte mir nur von unten mal angucken. Und da man sich in Borderlands hier nicht hinlegen kann. Ja, man braucht ihn eigentlich hinlegen. Leute sollen ja zu dir hinaufschauen. Ja, gut, das ist. Liegt jetzt im Auge des Betrachters, ne? Böse, ganz böse. Ja, ich auch manchmal. Was sich die Synchronsprecher beim Aufnehmen gedacht haben. Bestes Spiel ever haben. Sprechen Sie das bitte mal kurz ein. Was? Böse, ganz böse? Genau das. Die haben sich gedacht, das wird ein mega geiles Spiel. Und damit hatten sie recht. Spricht etwa ein kleiner Fanboy aus dir? Ja, sicher. 14 mal 3. Fünfundvierzig, ne? Alter, jetzt schaut er schon wieder sein Inventar nach. 45, ja. Sag doch vorher Bescheid, dann hätte ich Pause machen können.
Ich sag doch 45. Und da Alex Arbeitslagerbedingungen hier. Ganz schlimm, liebe Zuschauer, ganz schlimm. Du bekommst keine Pause. Du hattest jetzt vor ein paar Tagen schon Pause. Wenn man krank ist, nennt der Arbeitsknecht das auch Pause. Richtig, das ist Pause. So, wollen wir mal probieren hier. Moin! Oh, daneben. Alle kennt nur die Variante arbeiten oder nicht arbeiten. Und das Nichtarbeiten, das kommt meistens immer nach dem Tod. Frag mal die Leute bei Anno. Ja, die sind schon hoffnungslos verloren. Ja, da brauche ich gar nicht mehr nachzufragen. Das sind nur noch Hüllen. Ich habe jetzt tatsächlich einmal eine Aktion getätigt. Du wirst es kaum glauben. Ich habe die Arbeitsanstrengung auf minus 50 gesetzt. Scheiße, weil ich den Betrieb, Betrieb nicht mehr brauchte. Lass mich raten. Dann. Nee, du brauchst noch sehr viel Platz für das Monument. Richtig, nee, Lehm. Lehm auf der Zweitinsel. Auf der neuen Weltinsel. Moment, warte mal. Können wir mal da drüber reden? Aua. Ja, komm mal. Können wir drüber reden? Warte, kurz nachladen. So, slacken. Ich will dich slacken. Die Tempelbitch macht dich gerade weg. Mach dich nicht weg. Ja, ich kam mal kurz vorbei. Ja, ich wollte ihn slacken, aber der hat sich nicht slacken wollen. Der erste war meine. Jo. Eine Tempelbitch. Oh, ich hab. Kann man sein eigenes Geschütz slacken? Ja. Deine Granate? Nein, nicht meine Granate, meine Pistole. Level up! Schieß ihn ab! Du wirst gerade von der Tempelbitch weggemacht. So, wo kommt der heftige Bitch-Zauberer? Ja, ist nur ein erhabener Paladin. Ach, oh, der hat Schlag und der hat nichts mehr gemacht. Kann man da eigentlich in das Blut rein? Ja, ne? Ich bade mich mal ganz kurz. Ich hab ne neue Lieblingsgranate. Blitzschlag! Nein. Ich hab die mal gerade kurz gemessert. Was ist denn deine Lieblingsgranate? Blitzschlag! Das ist deine Granate? Ja, das ist meine Granate. Lol. Wie bin ich jetzt gerade drauf gegangen? Ich hatte eigentlich gerade volles Leben. Bogenschütze. Bogenschütze. Oh nee, hier warte mal. Sturmtempelritter. Wie sie ja alle auf das. Oh Gott, da ist schon wieder einer von denen! Jungs, langsam geht die Schrotflintenmunition neige. Das ist einer von den stark bemalten. Stark pigmentierten. Der stark lackpigmentierte, ne? Na, die sind ja wirklich stark bemalt. Das ist ja jetzt. Das stark pigmentiert stimmt da nicht zu. Es sind zwei von den stark bemalten. Wir müssen vielleicht einfach mal ihre Lackierung halt mal so ein bisschen neu machen, weißt du? Vielleicht mögen sie einfach ihre Rüstung nicht. Vielleicht möchten sie so ein auffälliges Orange haben. Ja, aber dick, zwei dickfette LEDs oben reinpacken, ne? Bei der Augen. Unterbodenbeleuchtung, das ist es. Unterbodenbeleuchtung. Ey, komm! Alter! Du machst denen wirklich nur den Resteffekt bei mir, ne? Ja, nee, mal das schaffst du. Nein, du machst bei mir den Resteffekt. Guck mal, da liegt er schon wieder am Boden. Oh, ja. Guck mal, ist er down. Ich sag dazu gar nichts mehr. Ich fühle mich hier benachteiligt. Oh, shit. Was heißt oh, shit? Das ist oh, shit. Bist du noch die Zauberer da? Ja, du kriegst es ja alleine hin. Du bist ja, du brauchst ja keinen, ne? Nee, die krieg ich nicht. Die krieg ich 100% nicht. Dafür ist das Magazin bei der Schrotflinte zu klein. Oder? Ha! Loser! Scheiße! Da kommt was von oben. Ja, das. Ja, diesmal kriegst du es hin, ne?
Ja. Die Tür geht auf. Und da kommen die weiteren Bitches. Die sind feuerresistent, ne? Ja, alle. Haben ja eine Rüstung. Ja, und? Ist doch Alex egal. Ist kein, ist vielleicht ein Grund, aber kein Hindernis. Will ja noch jemand aufs Maul. Scheiße. Scheiße will aufs Maul. Nee, das ist scheiße. Dass keiner aufs Maul will. Nein, lass es da rumlegt, das ist alles scheiße. Also nicht die Leichen, sondern der Loot. Ah, ich wollte schon gerade die Templar-Bitch hier meinen. Die da so abchillt. Und die Templar-Bitch. Warte mal, welche Templar-Bitch? Ja, das sind ja die Templar-Bitches, die Schockviecher. Musst du dein Handy aufladen? Gerade nicht. Ah, ansonsten hättest du mal in sein Anus Rectalus das USB-Kabel reinstecken können. Hast du dich nicht gefragt, warum der Allerwerteste auch hinten hier, Alex, eine Automat, hat? Automat, komm! Aba. Aha, da ist aber auch einer, da ist aber auch einer am Automaten. Verkaufe unnützes Zeug. Unnützes Wissen. Mhm. Fabi, das hat jetzt den Teil von mir getroffen, der dich noch mochte. Oh. Oh, ja, dann ist nicht so schlimm. Oh. Okay. Nee. Okay. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Du bist so vorhersehbar, mein Freund. Du bist so vorhersehbar. Gut. Ich hab Munition vergessen. Ich auch. Scheiß drauf, hier gibt's genug. Yeah. Oh, geil. Wo ist die Dubstep-Musik? Kommt jetzt. Außerdem muss die Musik mal lauter machen. Ja, ich hab... Das ist bei mir noch keine Dubstep-Musik! Ja, die hat vielleicht gekommen. Nein, nein, nein. Voll abgefackelt, den! Drache! Drache! Danke. Ich bin runtergestürzt. Oder die haben mich runtergekickt. Ja. Du konntest den Leid hier nicht mehr ertragen. Den Leid, ja. Ich konnte den Leid. Ich sterbe. Das passiert, wenn man solche Gag. Ich komme da nicht mal rein, oder? Doch, ducken. Doch, tatsächlich. Alter! Roland, dein Drecksgeschütz! Warte, ich heb... Was? Ich bin schon tot. Ich hab's gemerkt, mein Geschütz hat deine Leiche hochgehoben. Alter, hat Rolands Drecksgeschütz meinen Drachen, den ich zu Grund und Boden gefickt habe, gerade. Einfach mal weggemacht. Zu Grund und Boden gefickt, sehr schön. Alter, der hatte nur noch gefühlt 20 Lebenspunkte, weißt du? Kommt eine Kugel von seinem Drecksgeschütz an? Buff, oder? Also diesen fetten Drachen zu bekommen ist echt. Echt nicht einfach. Achso, seid ihr resistent dagegen, Moment. Kein Feuerball, Junge. Ich zippel dich so weg. Was soll der Scheiß Smokey? Rollen! Kommst du alleine hoch oder soll man dir helfen? Nein. Dann komm ich, Moment.
Roland, das ist Sydney. Ich bin dort. Also ich wäre da gewesen. Ja. Wenn es sich beruhigt, ne? Ich hatte gerade so einen Drachen versucht zu snipen, aber der ist auf einmal neben dir tot umgefallen. Ach, den hier, ja, das ist komisch, ne? Ja, ganz komisch, ne? Da fiel auf einmal der Drache hoch, den ich schon angesnipert habe. Sinning, Schildkapazität plus 2444 für dich. Mächtig. Dann nehme ich es mit und kaufe es. Ja, oh Kacke, das denke ich mir auch manchmal. Weißt du, Roland, du Bitch, mach auch mal was. Ja, der macht halt echt nichts. Du stehst da gefühlt noch und ballert auf die Mini-Drachen, die eigentlich unsere Safe-Rettung wären. Autsch! Geil Barbecue bei Alex. Ich muss mal meine Snipe ausrüsten. Warum auf mich? Warum geht das fette Viech auf mich? Was sehe ich denn da? Leben? Nice. Leben. Nice. Nice. Was? Neues? Neues. Schniep. Wie Schniep? Meine Snipe. Schniep. Snipe. meine Schniep. Was soll denn eine Snipe sein? Kenne ich gar nicht. Nee, ein Snipe. Noch ein Snipe. Alter, jetzt fackel mich nicht ab! Ich glaube, das war ein kritischer. Crit. Crit. Schaffst es alleine, komm, den kriegst du platt, oder? Ja, hat doch noch die Hälfte. Jetzt lauf nicht weg! Roland! Roland! Hier ist noch bei mir einer, 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 der ist lowlife! Ach komm. Jetzt bin ich selber gleich tot. Jetzt bin ich selber tot, meine Güte. Ja, den kannst du jetzt haben. Alter, Roland, du bist so ein kleines dreckiges Stückchen Scheiße, weißt du? Snack mir als den Farm hier weg. Nicht, nee. Der hat seinen Drachen Smokey Alter. Genannt. Alter, eben schon gesagt. Ah, okay. Ah, der kriegt auch nichts mit. Ah, ist auch nicht so relevant. Ist nicht story-relevant. Bei mir ist ein Geslack. Ist tot. Alex campt sich da hinten ein. Nö, ich, was heißt denn campen? Ich laufe hier ganz normal rum. Und da kommt die Quittung. Du bist die Quittung, Gottes Willen. Rück. Oh. So, wir sind geslaggt, sind alle gesäuert. Bitte schön, such da einen aus. Ja, hab ich. Bitte schön. Was ich nicht alles für dich tue. Alter, ich hab einen Hausdrachen. Kurz ein bisschen frei gemacht. Ich hab einen Hausdrachen. Nein! Ciao! Ich bin gejumpt und der ist mir entgegengesprungen, diese kleine Ficknutte. Hat er gut gemacht, der Kleine. Aber Level up für Alex. Aber weißt du, ich hab dir eben gerade einfach noch die Möglichkeit gegeben, ne? Hier, bitteschön, vier Drachen, ich slackse dir alle und Säuerseile, bitteschön, such dir welchen aus, den du abknallen kannst, damit du lebst. Willst du mich verarschen? Da kommt der Flammenwerfer wieder, ja. Ja, slack die Scheiße mal da oben, ja. Alter. Weißt du, so kann ich mein fehlendes Level up wieder ausgleichen. Indem du einfach die ganze Zeit am Boden bist und keine EP kriegst. Alter! Nein! Roland! Nein! Hast du gut gemacht, Roland. Hast du gut gemacht. Der bringt mich die ganze Zeit um. Also, du ballerst ein Drachenblau, also kommt sein Drecksgeschütz, also ballerst den nächsten Drachenblau, ballert der den Drachen weg. Boah. Ich überlege, wie ich die Folge nenne. Entweder Smokey oder... Rolle. Genau. Alter. Ja, du Pissnäcke, dich dreh ich hier gleich runter von der Brücke.
Ihr Bein habt mich hier von der Brücke runtergestoßen. Ich muss euch mal... Die Rückzug, gibt keinen Rückzug. Fabi, ich komme. So. Alter, nicht schon wieder ich. Rache. Das war, das galt, glaube ich, dir. Ja, weil ich down war. Smokey, jetzt lass dich mal slacken, du Arsch. Und Boom! Nein, Beute! 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 Bei mir gibt's irgendwie nur Geld, bei dir gibt's die guten Sachen. Oder ist es, nee, ist es generell nur Geld? Nein, auch Loot. Ich schließe euch die Tür auf. Loot. Also was für ich finde hier keinen Loot. Hier waren nur Geld, Granaten. Ein Schild, doch. Verstärkt Scham, das könnte nicht schlecht sein. Warte mal, was bedeutet das, was ich dir jetzt vorlese? Moment, das ist für dich dieser komische Sirenenmod, den du nicht wolltest. 8851 normale Kapazität. So, jetzt pass auf. Verscht Schaden plus 1500. Verscht Entel minus 1995. Voll aufgeladen verursacht der nächste Schuss zusätzlichen Schaden durch verstärkte Schüsse. Wahrscheinlich das irgendwie. Das Abfeuern von verstärkten Schüssen entleert Schilde. Ja, das habe ich drauf. Ist es gut? Wenn der Schild voll ist, ist geil. Er hat auf jeden Fall mehr Prit. Ja, macht aber Gesundheit runter. Einen anderen Schild behalte ich vielleicht auch nochmal. Ich habe ein Medikit entdeckt. Hier danke fürs Medikit. Ein Medikit. Medikit. Ach, hier und hier ist die Korrosionsnova. Nova. Das behalte ich mal. Das hier kann weg. Das normale Schild. Das hier eventuell nochmal behalten.